Also es geht um Wechselspannungsvierpole. So, worum geht es in dieser Aufgabe 176? Ja, also in der folgenden Schaltung ist U-Dach 2 gleich 0. Also wir haben Vierpol wahrscheinlich, ja, ne? Ja, wir haben einen ganz normalen Vierpol. Wir haben einen ganz normalen Vierpol. So, und der hat ein Eingangstor und ein Ausgangstor. Und dann ist da noch irgendwas dazwischen. Richtig. In einer T-Schaltung sind oben zwei Widerstände. Und in einem senkrechten Zweig ist dann eine Spule. Okay, also wir haben zwei Widerstände und das Ganze ist so ein T-Vierpol und der hat als ja, Längselemente könnte man vielleicht sagen zwei Widerstände und als Querelement eine Induktivität und hat hier den Eingang und hier den Ausgang und dann sagen wir immer, hier ist eine Eingangsspannung von oben nach unten, die nennen wir U1, hier gibt es eine Ausgangsspannung von oben nach unten, die nennen wir U2. Die schreibe ich jetzt mal gleich mit komplexen Zeigern hin. Dann gibt es hier vorne einen Eingangsstrom, der fließt rein. In unserer Notation fließt der Ausgangsstrom raus. In anderen Büchern mag das auch mal andersrum sein. Und bei uns zeigen die Spannungen nach unten. So. Die beiden Widerstände heißt, sind beide R. Also sind die sind gleich groß und das heißt L. J, Omega, L. Oder da steht gleich eine Impedanz dran, J, Omega, L. Okay, ich lasse jetzt einmal das L stehen. Und zu bestimmen ist es das Verhältnis U1 zu U2 mithilfe der APA-Parameter. Okay, also U1 zu I2. Richtig. So, und wahrscheinlich unter der Bedingung, dass das U2 0 ist? Genau, U2 ist gleich 0. So, also das ist sozusagen gesucht. Und das sollen wir jetzt ausrechnen. Mithilfe der A-Parameter. Soll ich die Form für die Ketten machen? Ja, also die habe ich jetzt auch noch irgendwie gerade so im Kopf. Ja, und da können wir uns jetzt verschiedene Art und Weisen überlegen, wie wir das machen können und wollen. So, also wenn man jetzt A-Parameter hinschreibt, dann verknüpfen wir ja die A-Parameter, die Größen am Eingang mit den Größen am Ausgang eben über die A-Parameter. Das war jetzt wahrscheinlich eher unklug. Also Größen am Eingang U1 und I1. Dann haben wir die vier A-Parameter so in der Matrixform A11, A12, A21 und A22. Die sind im Allgemeinen auch komplexwertig, deswegen gebe ich dir mal so einen Strich drunter. Und die sind jetzt multipliziert mit den Größen am Ausgang, nämlich dem der Spannung U2 und dem Strom I2. So, und wenn man da jetzt mal so scharf drauf schaut, dann ist der eine Vierpolparameter, der macht ja genau das, nämlich der hier. Ja? Also der rechnet ja aus dem Strom I2 über den Vierpolparameter A12 genau diese Spannung aus, unter der Bedingung, dass das U2 0 ist. Wenn das U2 0 ist, dann spielt das A11 keine Rolle. Ja. Der I2 ist negativ. Warum ist der I2 negativ? In meiner Definition ist er nicht negativ. Ich habe bei Wikipedia geguckt. Du hast ja bei Wikipedia geguckt und bei Wikipedia zeigt der Strom, aber wenn du in die Skizze guckst, zeigt der Strom in die andere Richtung. Ja, also das ist genau das, was ich meine mit der Notation. Da muss man so ein bisschen drauf achten und schauen, in welche Richtung da wie was zeigt. Ja, und ich meine, also wir benutzen bei uns diese Notation, dass Strom am Anfang rein, Strom am Ende raus, weil dann hat man genau keine Probleme, hier mit irgendwie Vorzeichen in der Notation die A-Parameter aufzuschreiben. Also nur, weil ich könnte jetzt die nächsten vier Polierenden einfach anhängen und das, was hier rausfließt, fließt dann in den nächsten genauso rein. Und so wie das in der Wikipedia steht, steht das in vielen, sage ich mal, Büchern aus dem angloamerikanischen Sprachraum, da zeigen die Ströme immer an allen Ports rein. Also das hat auch Vorteile, aber das hat unter anderem den Nachteil, naja, wenn der Strom hier reinfließt und in den nächsten auch reinfließt, dann irgendwie muss ich dieses umgedrehte Vorzeichen kompensieren und dann steht da unten eben Minus. Ja, und wenn man in ältere deutschsprachige europäische Bücher reinschaut, dann sind die Spannungspfeile ganz gern mal umgedreht und zeigen nach oben.
Ne? Also da muss man einfach so ein bisschen drauf achten. Ne? Irgendwie mal am Anfang der Rechnung klar machen, wie meint man jetzt die Spannung und Ströme. Wie sind diese A-Parameter genau definiert? Okay, so, also ne, wenn man jetzt mal diese Gleichung hier, ich nehme jetzt mal nur diese, die obere Gleichung, wenn man die mal matrixmultiplikationsmäßig ausmultipliziert, ja, das Element hier in der ersten Zeile, ersten Spalte, ergibt sich aus erste Zeile mal erste Spalte, dann steht da eben da U1 ist gleich A11 mal U2 plus zweites Element mal zweites Element A12 mal I2. Und wenn ich das jetzt in Richtung dem A11 umstelle und nebenbei sage, das I2, das U2 setze ich mal auf 0, ja, dann kommt im Prinzip genau das hier oben raus. Also dann ist das A12 ist eben U1 durch I2 unter der Bedingung, dass das U2 0 ist. Das ist genau das hier oben. Also das suchen wir hier an der Stelle, aber das, was wir suchen, ist auch gleichzeitig das A12 dieser Vierpol-Parameter. So, und das heißt, tja, den müssen wir jetzt irgendwie bestimmen. So, stellt sich die nächste Frage. Wie machen wir das? Und es gibt jetzt also mindestens zwei Wege, die mir so spontan einfallen, wie man das machen könnte. Und Zahlenwert haben wir nicht richtig, wir haben nur so generisch R und Omega L oder J Omega L. Ja. Was das hier ist, also A12 ist der Vierpol-Parameter A12. Linke Seite gibt es nicht. Linke Seite. Oben? Ja, von der linken Seite Vor dem Gleichheitszeichen. Also hier steht, das ist das, was laut Aufgabenstellung wohl gesucht sein soll. In der Aufgabe U1 durch I2 die Spannung am Eingang geteilt durch den Strom am Ausgang unter der Bedingung, dass U2 gleich 0 ist und U2 gleich 0 heißt auch, dass der Ausgang hier kurz geschlossen ist. Ja, und das wäre, also wenn man das jetzt irgendwie dem Kind hier irgendeinen Namen geben würde, ne, eine Spannung durch einen Strom ist ja ein Widerstand, dann ist das sowas wie so ein Übertragungswiderstand dieses Vierpols, so ein Vorwärtsübertragungswiderstand, obwohl es nicht wirklich ein Widerstand ist, es hat nur die Einheit von einem Widerstand. Also das, was hier einheitmäßig rauskommt, das sollte auf jeden Fall was in Ohm sein, was wir hier ausrechnen. So, jetzt gibt es eine Idee. Da wir nur den A-Parameter 1, 2 ausrechnen müssten, und wenn die Gleichung gleich dafür haben, würde ich vielleicht versuchen, U1 und U2 zu ersetzen. Und da bei U2 ein Kurzschluss ist, müsste U1 einfach die Spannung über die Induktivität sein. Ja, also wir können jetzt versuchen, den im Prinzip direkt auszurechnen, eigentlich direkt aus der Formel, so wie die Formel hier steht. Ja? So, und da, was man immer ganz gut nutzen kann, ist dieses, wir denken uns eines von den beiden als Ursache, als Quelle und rechnen das andere aus als eine Wirkung von dieser Quelle. So, und da wir diese Bedingung hier am Ausgang soll ein Kurzschluss sein, eben am Ausgang haben, können wir das hier nicht als Quelle nehmen, weil wenn wir an den Ausgang eine Stromquelle anschließen würden, könnte ja über der Stromquelle eine beliebige Spannung abfallen, wäre die Spannung nicht notwendigerweise null am Ausgang. Und das sagt uns, also wenn wir dieses Ursache-Wirkungsprinzip machen müssen, dass hier oben muss die Ursache sein und dass hier unten ist die Wirkung von dieser Ursache. So, und das heißt, wir denken uns einfach hier an dieser Stelle eine Spannungsquelle angeschlossen, die eben genau diese Spannung U1 hat. Und in Abhängigkeit von dieser Spannungsquelle U1 rechnen wir jetzt einfach diesen Strom hier hinten aus, unter der Bedingung, dass hier am Ende dieser Kurzschluss ist. Ja, und das hat dann im Endeffekt ab hier überhaupt gar nichts mehr mit Vierpol-Theorie zu tun. Ja,
das hier unten haben wir jetzt irgendwie Vierpol-Theorie-mäßig aufgeschrieben. Wir haben festgestellt, das hier ist genauso ein Vierpol-Parameter A12, der da in den Vierpol-Gleichungen auftaucht. Aber wenn wir das jetzt hier so weitermachen mit diesem Ursache-Wirkungsprinzip und in Abhängigkeit von dieser Spannungsquelle diesen Strom hier ausrechnen, hat das praktisch eigentlich nichts mehr mit Vierpol-Theorie zu tun, wenn man so will. So. So könnte man vielleicht den Widerstand der Spule und des Widerstands zusammenfassen zu einem, da über beide U1 abfallen würde? Ja. Also ich meine, wenn man jetzt mal guckt, die Spannung U1, die muss ich jetzt ja hier irgendwie aufteilen. Es gibt einen Teil, der hier abfällt und einen Teil, der hier abfällt. Und ich meine, das, was hier abfällt, wenn das hinten kurz geschlossen ist, das ist dann natürlich genauso groß wie die Spannung, die hier abfällt. Aber es ist nicht so, dass die Eingangsspannung komplett über der Induktivität abfällt. Nee. Also hier gibt es noch einen Spannungsabfall. Genau, einen Spannungsteiler. Spannungsteiler könnte man machen. Ja, man könnte auch einfach sagen, dass U2 dasselbe ist wie U1 durch R, weil die Spannung ist ja bei der Parallelschaltung an den Widerstand genauso hoch wie bei der, wie die Quelle. Ja. Dann würde sich U1 rauskürzen und unser A-Parameter wäre R. Ja, aber Moment. Also ich meine, wir könnten jetzt hier so hergehen und sagen, den Strom hier kann ich ausrechnen mit der Spannung, die hier abfällt, durch den Widerstand, ist U durch R. Und die Spannung, die hier abfällt, das ist dann auch genauso groß wie die Spannung. Und die wiederum könnten wir mit einem Spannungsteiler ausrechnen. Die Spannung hier ist ja nicht direkt die Spannung U1. Sondern hier gibt es irgendwie einen Spannungsteiler. Ja? Also wir könnten sagen, okay, wir nennen das mal hier hinten UR. Und dann sagen wir, okay, I2 ist das gleiche wie UR durch R. Und wenn das hier UR ist, ist das hier auch UR. Weil es ist ja die gleiche Spannung, ob ich den Weg gehe oder den Weg gehe. So, und diese Spannung UR, die können wir mit einem Spannungsteiler ausrechnen. Also ich schreibe mal hier einen Spannungsteiler und schreibe ich das mal extra hin, Spannungsteilerregel. So, wenn ich jetzt mit der Spannungsteilerregel diese Spannung OR ausrechnen möchte, wie mache ich das? Genau, also Widerstand, über den diese Spannung abfällt, oder jetzt in dem Fall Impedanz durch Gesamtimpedanz dieser Schaltung mal Gesamtspannung. So, was ist denn der Widerstand oder die Impedanz, über den die Spannung UR abfällt? Ja, R und UR, R und L. Genau, und zwar in der Parallelschaltung. Ne? Also hier steht R parallel zu J Omega L und hier unten steht R parallel zu J Omega L plus nochmal das R von da hinten. Und das jetzt eben multipliziert mit dem U1. So, und jetzt kann man sich schon vorstellen, wenn ich jetzt das UR nehme und das dort einsetze und jetzt nehme ich das I2, ja, und setze das hier ein, ja, dann kürzt sich das, wie schon besprochen, irgendwie kürzt sich das U1 weg und bleibt eben was über, was nur von R und J Omega L abhängt, nur von den Parametern der Schaltung. Das ist genauso die Idee an der Geschichte. So, und ich meine, ich setze das jetzt einfach mal ein. Und die Einheit Ohm, können wir nachher mal checken, ob die sich da noch ergibt. Eine kleine Einheitenprobe machen, also da sollte was in Ohm rauskommen, aber wir haben jetzt ja keine Zahlenwerte. So, also für das I2 setze ich jetzt das ein. Die Ursache schreibe ich einfach ab. Das sollte man immer so machen, sonst kann sich da ja nichts wegkürzen. So, und für das I2 setze ich jetzt ein, das ist UR durch R. Das durch R schreibe ich mal über den Bruchstrich. Und für das UR schreibe ich jetzt das hin. Und dann steht da erstmal, tja, oder vielleicht versuche ich das hier oben erstmal aufzulösen, um mir diesen Doppelbruch zu sparen. Und da habe ich auch nicht mehr so viel Platz, um das jetzt irgendwie vernünftig aufzulösen. Also ich mache mal hier oben noch ein bisschen weiter, das zu vereinfachen. So, wie kann ich diese Parallelschaltung umschreiben?
wenn ich jetzt versuche, also ich meine, im Grunde sind wir jetzt fertig, ne? Wir könnten das jetzt einsetzen, also wir können das jetzt einfach nebeneinander einsetzen, im Prinzip fertig ist. Wenn man Zahlenwerte hätte, könnte man die da einsetzen, ausrechnen. Ich würde das jetzt ganz gern auch mal ein bisschen vereinfachen. So, wie machen wir mit der Parallelschaltung weiter? Ja, also dann hab ich ja nochmal sozusagen irgendwie so einen Doppelbruch. Ich würde es jetzt anders machen. Wie kann ich noch Parallelschaltung ausrechnen? R, J, Omega, L durch R. Genau, also Produkt durch die Summe. Ne? Also ich schreibe hin R mal J, Omega, L geteilt durch R plus J, Omega, L. Das ist einmal die Parallelschaltung. Das gleiche muss ich jetzt hier unten für die Parallelschaltung nochmal machen. Da steht da auch R mal J, Omega, L geteilt durch R plus J Omega L plus R. So. Und hinten steht irgendwo noch mal U1. So, wenn ich jetzt da so scharf drauf schaue auf die Formel, dann ist das jetzt nicht unbedingt hübscher geworden, sondern eher länglicher. Aber was kann ich jetzt machen, schönes? Man könnte noch R unten erweitern mit R plus J Omega L und dann kürzen sich die beiden Nenner. Genau, also ich meine, wenn ich jetzt hier scharf mit meinem mathematischen Blick drauf gucke, dann habe ich doch hier den gleichen Nenner wie hier. Wenn ich jetzt mit dem erweitere, oben und unten, kürzt er sich hier weg und hier an der Stelle kommt er dazu. Ja, so. Und ich meine, dann kann ich irgendwie gucken, dann habe ich hier oben R mal Omega L, hier habe ich ein R mal Omega L, hier habe ich auch irgendwie was mit R mal, dann kann ich hier auch das R und das R und das R wegstreichen. Und dann habe ich hier irgendwie Omega L, nochmal Omega L und nochmal ein R und hier oben irgendwie einfach ein Omega L. Ne? Und das ist jetzt mal vielleicht das, was ich jetzt hier abschreibe. Also hier steht was von Omega L. Von dem überm Bruchstrich abgeschrieben und von dem unteren Bruchstrich, das schreibe ich hier wieder drüber. Dann steht hier was von R plus 2 mal J Omega L. So, und ja, warte, und hier unten steht noch ein U1 und das ist genau das U1, was wir jetzt gegen das U1 hier wegkürzen wollen. So, und jetzt sag mal. Da unten steht plus R, das ist unser älterer Resistor. Das ist das R, was von hier kam, ja. Ja, so. Und ich meine, jetzt irgendwie so kurze Einheitencheck, kurze Einheitenprobe. Also wir haben jetzt die Spannung weggekürzt, die sind weg. Das hier unten hat die Einheit Ohm, das hat die Einheit Ohm, das hat die Einheit Ohm, Ohm plus Ohm ergibt Ohm, Ohm mal Ohm gibt Ohm Quadrat durch Ohm ergibt Ohm. Da kommt Ohm raus, könnte, sollte, dürfte, müsste so funktionieren. Ja, und ich meine, jetzt könnte ich das mit dem R hier nochmal rein multiplizieren. Ich kann das bestimmt auch noch ein bisschen anders aufschreiben. Ich mache mal hier nochmal hier ein ist gleich hinter. Ne? Also ich könnte jetzt sagen, das ist, wie ich das mal hier ausmultipliziere, R Quadrat durch Omega L plus 2 mal R, ne? Weil hier hinten kürzt sich genau das Omega L weg. Also ja, je nachdem, wie rum man das jetzt irgendwie aufschreibt. Also R Quadrat durch J Omega L plus 2R. Oder wenn ich das R ausklammere, könnte ich das auch schreiben als R mal R durch J Omega, Omega L plus 2 zum Beispiel. Ja, wäre jetzt alles der gleiche mathematische Ausdruck auf verschiedene Art und Weisen hingeschrieben. So, also das wäre die, ja, das wäre jetzt definitiv eine Variante, das auszurechnen mit Hilfe Spannungsteilregel. Stellt man wieder fest, man muss eben Spannungsteilregel können, ne, zum Beispiel. Ist irgendwie sehr essentiell, darf man sich nicht vertun. So. Hätte es jetzt noch eine zweite Variante gegeben, das auszurechnen? Klar, wenn ich so frage, wahrscheinlich, auf jeden Fall. So, was hätte einem jetzt außer Spannungsteilerregel, was wäre einem vielleicht noch eingefallen, um das zu machen bei der Aufgabe?
Also, wenn es eine Spannungsteilerregel gibt, was gibt es noch für eine Regel? Es gibt eine Stromteilerregel. So, wie könnte uns denn die Stromteilerregel jetzt hier behilflich sein? Wenn ich den Strom haben will, den könnte ich doch genauso, anstatt den jetzt mit UR durch R auszurechnen, könnte ich den ja auch mit einer Stromteilerregel ausrechnen, richtig? So, wenn ich das jetzt mal, also nehme vielleicht mal eine andere Farbe, Gelb als alternative Lösung. Alternativ mit Stromteiler. So, also wenn ich das mit einem Stromteiler mache, versuche diesen Strom auszurechnen. So, wie kann ich den Strom hier ausrechnen mit der Stromteilerregel? Genau, Gesamtstrom mal L. Ja, also mal J Omega L, ne, nicht nur L. Genau, also hier nehmen wir jetzt die Impedanz von dem Zweig, wo der Strom nicht durchfließt, geteilt durch die Gesamtimpedanz im Sinne von diesem Maschenumlauf. So, und jetzt ist nur die große Frage, na gut, jetzt brauchen wir noch irgendwie den Strom I1 oder wir müssen den Strom I1 zurückführen auf unsere Spannung U1, damit wir die am Ende wegkürzen können. Wie kann ich jetzt den Strom I1 ausrechnen hier in der Schaltung? Wie kann ich den Strom ausrechnen aus der Spannung? Genau, also ich nehme die Quellspannung und teile durch die Gesamtimpedanz. Und die Gesamtimpedanz der Schaltung ist? Genau, R plus R, halt, und hier muss kein Plus stehen, sondern ein Parallel J Omega L. So, und wenn man jetzt wieder hier so die ganzen Taschenspielertricks macht und sagt eben, anstatt des R Parallel J Omega L, schreibe ich hin, das ist das gleiche wie R mal J Omega L. L durch R plus J Omega L, ja, und den Strom jetzt hier einsetze, an der Stelle, ich streiche den mal hier weg und schreibe dafür hier hinter, setze ich den jetzt ein, ne, also dann steht da U1 geteilt durch R plus R mal J Omega L geteilt durch R plus J Omega L. So, und dann stellt man fest, ne, wenn ich jetzt die beiden Brüche hier miteinander multipliziere, ja, dann muss ich ja das rechnen mal das. Und dann ja, kürze ich das hier hinten genau weg an der Stelle. Und hier vorne muss ich das jetzt wirklich noch zusammen multiplizieren. Ja, also ich kann hier auch die Klammer wegmachen und die sozusagen irgendwie hier hinschreiben oder die Klammer wegmachen. Naja, und dann stellt man fest, da kommt im Prinzip genau das Gleiche raus, was wir jetzt vorher hatten. Also nämlich R plus J Omega L ja, mal das R, ich hier noch so ein paar verschiedene Farben benutze, also das R ist dann eben das R hier und R mal J Omega L ist eben hier das R mal J Omega L hier an der Stelle. Ja, und dann hatten wir noch ein Omega L über dem Bruchstrich. Das ist eben genau, naja, das Omega L über dem Bruchstrich. So, und also das ist der Strom I2. Den setzen wir jetzt wieder hier ein. Und da muss ja im Endeffekt genau das Gleiche rauskommen. So, jetzt nur die Frage, irgendwo das Gefühl, dass uns noch ein R fehlt, das R von hier oben, oder wo kam jetzt das R her? Also wenn ich jetzt U1 durch das rechne, dann kürze ich das U1 weg. Ich schreibe das jetzt einfach nochmal hin. Also
A1, 2, das, was wir suchen, ist U1 durch I2 unter der Bedingung, dass das U2 gleich 0 ist. So, und das U1 ist meine Quelle, das schreibe ich ab. Und das I1, das I2, das steht jetzt hier. Ja, das ist J Omega L mal U1, was hier über dem Bruchstrich steht. Damit kürze ich schon mal das U1 weg. Und auf der anderen Seite vom Bruchstrich, unter dem Bruchstrich, steht das. Das ist also R mal J Omega L plus plus der Term hier, also plus R Quadrat plus R mal J Omega L. So, und jetzt muss das ja am Ende hier genau das gleiche ergeben, was hier oben steht. Ja, und das ist es auch, ne? Also hier haben wir ein J Omega L, was hier auf beiden Seiten steht. Und wenn ich hier oben das ausrechne, habe ich R mal R ist R Quadrat und das R mal J Omega L steht hier einmal, steht hier einmal, das steht hier zweimal. Ne? Also das passt auch. Das woher ist, kam dieses R zum R Quadrat jetzt? Woher kam das R zum R Quadrat? Das kommt von dem R mal R hier. Ich muss das mal das rechnen und das mal das und da kommt das R Quadrat her. Aber ich dachte, wir haben dieses R plus J Omega L im zweiten Term unten im Bruchstrich mit dem da gekürzt. Genau, also wir haben das hier vorne mit dem hier hinten gekürzt, aber hier können wir es ja nicht kürzen. Das heißt, hier müssen wir es mit dazu multiplizieren. Ja, und das heißt, ist im Prinzip egal. Also der eine Rechenweg ist jetzt nicht schöner als der andere. An der Stelle nimmt sich hier das nicht viel. Und also die Take-Home-Message an der Stelle ist vielleicht, egal wie ich das rechne, da kommt am Ende immer genau das Gleiche bei raus. Es gibt jetzt keinen richtigen und keinen falschen Lösungsweg. Wenn ich das unter Beachtung aller Kirchhoffschen Sätze rechne, dann funktioniert das auf jeden Fall erstmal so.